Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Let's Play PS 2013, die Meisterliga Online mit mir, dem Yakinator. Ja, und es ist so, das letzte Spiel, das ich gemacht habe, ja, habe ich wieder gelöscht, die Daten, die Rohdaten praktisch, die Videodaten. Das wird hier nicht erscheinen, denn da war auf einmal die Soundqualität ganz komisch. Es war eine große Session, ich habe zwei, drei Spiele aufgenommen und beim letzten Spiel dieser Session war der Sound auf einmal unannehmbar. Der war viel zu laut auf einmal. Es hatte sich eigentlich gar nichts geändert. Ich wundere mich, warum. Und dann habe ich gemerkt, aha, Auswärts- und Heimspiele könnten da eine Rolle spielen. Das heißt, bei Auswärtsspielen oder so, dass man immer die Soundeinstellung vom Gegenspieler übergeholfen kriegt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es viel zu laut. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Okay, und ich würde mal sagen, wir spielen gleich mal weiter. Cesc Fabregas in ultra schlechter Form heute. Was mache ich denn da? Ich glaube, da möchte ich ja fast... Ja, ich glaube, da werde ich mal den Arteta... Ja, Arteta wird mal reingehen. Der ist zwar relativ langsam. So. Aber, ja, doch. Er muss. So. Rossi darf nach vorne. Drogba ja nicht so gut drauf. Ja, ansonsten lassen wir es erstmal so. Pique halt in der rechten Verteidigung jetzt. Den habe ich vorhin mal da hingepackt. Vor der Aufnahme. Denn ihr seht, Daniel Alves geht es auch nicht so gut. Und deswegen heute mal Pique außen und Pepe, den brauchen wir innen viel mehr als außen. Deswegen bleibt er dort, wo er ist. So, zum nächsten Spiel. Und ich hoffe, alles funktioniert. Alles läuft rund und zackig. Und wir finden hier schnell einen Gegner. So, ich würde mal sagen, ich melde mich, wenn wir einen Gegner gefunden haben. Bis gleich. Ah, und das ist soweit. Und ich bin mal gespannt. Es kann sein, dass jetzt eine absolute Niete kommt oder so. Nee, 223. Naja gut, okay, ist jetzt nicht so viel, sage ich mal. 635er Team und B-Bewertung. Ach Gottchen, das ist ja größtenteils die Originalmannschaft, die er hier mitbringt. Da muss ich mal ganz kurz gucken. Wie viele Spiele hat er denn schon gemacht, der Herr? 185, immerhin. Okay. Tordurchschnitt, Gegentordurchschnitt. Ja, ist eigentlich gar nicht mal... Ein Superstar ist er sogar. Bewertung 600... Ach, 624, ja. Ach Gottchen, 624... Nee. Habe ich da jetzt irgendwas falsch verstanden? Ich muss da nochmal reingehen, ganz kurz. Ach so, das ist ja das Ranglistenspiel. Ach, ein Spiel gewonnen, ein Spiel unentschieden, 11 Niederlagen. So sieht es nämlich mal aus, denn der hat nur eine 223er Bewertung. Genau, mit diesen billigen Spielern, kein Wunder. Am Anfang ist hier jeder erstmal ein bisschen verloren. Tja, und er wird jetzt gerade dabei sein, irgendwie Geld zu sammeln, um sich halt bessere Spieler kaufen zu können. Denn was er da im Moment hat, ist halt nicht so beeindruckend. Ich denke, damit dürften Arteta und Konsorten auch klarkommen. Da muss nicht ungefähr unbedingt der Cesc ran. Nö, da reicht es. Achso, und ich würde mal sagen, ja, jetzt geht's los. Das wollte ich doch gerade sagen. Das hatte ich doch so im Gefühl. So, heute mal wieder im Santiago Bernabeu. Achso, übrigens, apropos spanischer Fußball, Tito Villanova hat er jetzt aufgegeben. Ja, und ich habe das Gefühl, das ist schon wieder extrem laut. Aber wir werden das mal sehen. Ich werd das mal weiter beobachten. Dann kann ich euch ja mal zeigen, was ich damit meine. Also wenn, ich hoffe, es ist jetzt nicht allzu doll. Ich kann ja bei mir die Lautstärke noch ein kleines bisschen hochdrehen. So, dann ist vielleicht allen geholfen. Und jetzt muss ich mich mal aufs Spiel konzentrieren. Hilfe! Der macht mich ja hier fertig. So, Mandanda. Das ist jetzt die Generallösung. Einfach mal vorsichtshalber die Lautstärke ein kleines bisschen nach oben schrauben. So, okay. Hört man mich überhaupt? Wahrscheinlich. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Pepe, mach keinen Scheiß. So, ich muss hier die ganze Zeit an meinem Sound-Equipment rumfummeln. Tut mir leid, dass ich euch jetzt damit nerve. Wie sagt man im Englischen? No offense taken oder so, ne? Ist ja alles nicht so schlimm. Und der zweite Angriff. So, und die machen hier ganz schön Druck. Und Yakinator konzentriert sich jetzt ein bisschen mehr aufs Spiel. Ganz einfach. Och, Mensch, was ist denn hier los? Ich muss doch mal... Na, sage mal. Irgendwie ist heute der Wurm drinne hier. Gegen so eine Billigmannschaft liegen wir so weit hinten. Also rein spielanteilsmäßig. Wir lassen uns hier ganz schön die Hosen ausziehen. Okay, jetzt vielleicht Rossi. Vielleicht schafft er das ja irgendwie, den Ball abzufangen. Nee, glaube ich nicht.
Ronaldo. Ah, Cristiano Ronaldo. Spielt den Pass nach innen. Gut, das war jetzt aber nicht so tragisch. Arteta. Und Arteta. Hui. Meine Güte, das war ja wieder richtig knapp. So, jetzt drehe ich die Lautstärke wieder ein bisschen runter. Ach, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Werde ja sehen im fertigen Produkt. Und Rossi. Rossi. Robben. Und Arteta vielleicht. Wird er ihm den Ball abjagen? So, Alaba. Alaba! Ah, verdammt! Im letzten Augenblick hält der Gegner seinen Fuß dazwischen. Arteta versucht, sich den Ball zu erkämpfen. Aber wie gesagt, zweikampfmäßig ist bei dem Jungen nicht so viel hängen geblieben. Und wir müssen unsere Taktik auf jeden Fall mal ein bisschen umstellen. Dieses ständig sinnlos Bälle nach vorne bolzen oder so, das geht bei dem gar nicht. Das merke ich schon. Der stellt hier gut die Räume zu. Ach, und dann sowas. Gott sei Dank ist unsere Abwehr wesentlich doll überlegen. Und Robben. Pass auf Ronaldo. Genauso sollte es sein. Ah! Und Robben! Nein! Und der Torwart! Glanzparade! Was für eine Großtat! Aber mein Gegner klickt das jetzt auch weg und will das gar nicht sehen. Schade. Robben? Ah, schon wieder. Der Robben ist heute schon ein, zwei Mal mit dem Kopf am Ball gewesen. Bisher aber immer erfolglos. Rossi. Muss ich jetzt erstmal ein bisschen reinarbeiten. In den letzten Spielen haben auch andere Leute Tore geschossen. Das ist für den Rossi halt eine ganz neue Situation hier. Alaba. Ah, verdammt. Der kam so gut, der Ball. Naja, nicht wirklich. So, und Pepe. Pique. Robben. Und ich weiß, dass Pique eigentlich Piqué ausgesprochen wird. Tut mir leid. Das ist halt einfach so. Den nenne ich einfach so. So, wenn mir danach ist. Dann kann ich einen Robben auch, was weiß ich, anders nennen. Poppen oder so. Naja, egal. Diese ganzen Wortwitze. Ich habe jetzt extra eine Pause gemacht, um zu überlegen, ob mir vielleicht noch irgendein lustiger Wortwitz mit Robben einfällt. Aber nein. Nee, diese Wortwitze, das ergibt sich ja dann aus dem Spiel heraus. Da muss ich euch ja nichts sagen. Haha. Obwohl, ich könnte ja in der nächsten Folge dann einfach die Stellen, wo es irgendwie lustig sein soll, markieren. In der Beschreibung oder so. Damit auch jeder Bescheid weiß. Vielleicht mache ich das aber auch nicht. Obwohl, so viel Arbeit wäre es ja nicht. Okay. Pepe. Ihr hört mich so ein kleines bisschen schwer atmen. Das liegt einerseits am Mikrofon, andererseits natürlich an meiner leichten Ermattung. Ob des doofen Spiels hier. Das gefällt mir nämlich überhaupt nicht im Moment. Das ist wirklich ein Hin und Her, als ob völlige Desorientierung hier herrscht. Zu viel Kryptonit geschluckt vorm Spiel oder wie. Ja, Superman und Batman jetzt in einem Film, habt ihr ja gehört vielleicht. Meine Güte, das wird ja ein Kladderadatsch. Den Film will ich mir irgendwie gar nicht angucken. Obwohl ich ja, sag ich mal, so einem Superheldengedöns gegenüber gar nicht abgeneigt bin. Ich habe mir neulich auch hier Dingsbums Pacific Rim angeguckt. Und Rossi macht das Tor. Kaum redet man mal hier über einen guten Film, über einen einigermaßen guten Film, macht Rossi das Tor. Pacific Rim. Ich habe ja sogar schon überlegt, ob ich vielleicht so eine eigene Filmkritikstelle aufmache oder so. Wo ich dann so einmal im Monat oder einmal in der Woche praktisch mir den Film meiner Wahl angucke und dann darüber herziehe. Ja, und Pacific Rim, okay, es war nicht so schlimm wie diverse andere Filme. Wie Independence Day oder 2012 oder sowas. Ist ja alles das Ähnliche, so Blockbuster-mäßig. Aber, nee. Also, Action ja. Einmal kann man sich den sicherlich angucken und dann, wow, 3D-Effekte und cool. Aber der Rest, vor allen Dingen, wenn man schon einige Filme geguckt hat in seinem Leben. Das heißt, wenn man, ja, was weiß ich, eigentlich alle Filme, die im Kino gelaufen sind, in den letzten 10 Jahren gesehen hat. Alles, was mit Action, also okay, romantische Komödien fallen jetzt nicht darunter, aber alles, was so mit Action und Blockbuster und hast du nicht gesehen, zu tun hat. Abgesehen natürlich von Fast and the Furious und solchen Sachen. Da halte ich mich wirklich fern wie der Teufel vom Weihwasser. Oh, und die Halbzeit ist zu Ende gegangen. Ja, abgesehen davon
Wie gesagt, gehe ich wirklich oft ins Kino, teilweise sogar einmal die Woche, setze mich dann dahin und gucke mir irgendwelche Filme an. Und ich merke, oh, mein Gegner hat das Spiel aufgegeben, das habe ich gemerkt. Aufgrund dessen wurde mir der Sieg zugesprochen. Eieiei. Hat jetzt meine überlegene Spielweise dazu geführt? Nö, ich würde sagen, einfach meine Verplantheit und meine spielzerstörende Art und Weise. 6 Punkte dazu. Das ging aber zackig. Ja, und wie gesagt, Pacific Rim, nee, wenn man sich schon ganz viele von diesen Filmen angeguckt hat, dann weiß man genau, wie der Film ausgehen wird. Und ist halt nicht besonders spannend und sind halt Schauwerte, aber beim zweiten Mal merkt man, da ist kaum was dahinter. Das ist alles Klischee, alles so zielgruppenorientiert produziert. Und deswegen, ja, wie gesagt, wenn man Monster mag und sowas, 1A. Wenn man keine Monster mag und wenn man Blockbuster-Filme normalerweise auch nicht mag, dann Hände weg. Gut, und ich würde sagen, das war es jetzt auch schon fast. Es hat mir wieder richtig viel Spaß gemacht, mal nicht über Fußball, sondern über Kino zu reden. War ja nur eine Halbzeit leider. Ach, verdammt, aber wir haben gewonnen. Und ja, ich freue mich, euch wieder bei der nächsten Session von Let's Play PS 2013 Meisterliga Online mit mir, dem Yakinator, zu sehen. Und schaut mal vorbei auf Yakinators LP Oase. Da gibt es noch viele andere tolle Let's Plays. Tschüss!